So, okay, wären wir angekommen. So, ein feines Plätzchen ausgesucht mit der Insel. Schöne Hotspots. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv einer der Hotspots. Gut, dass du jetzt gleich drauf ansprichst. Aber ich zeige es euch jetzt kurz auf der Karte, für euch zwei auch. Ja, also wir stehen jetzt genau hier an dem hellen Fleck. Das ist genau die Kiesschüttung hier. Und wie ihr seht, ich habe ja mein Tackle schon aufgebaut. Ich fisch rechts raus. Das ist eigentlich so der tiefere Bereich vom See. Ja. Also da geht es runter, 2,50, 3,50 Meter. Hier rechts haben wir ein bisschen ein Loch drin mit 6 Meter. Ja. Hier an der Insel ist eigentlich relativ interessant, weil links an der Insel geht eine Kiesschüttung runter. Ja, also wie so ein kleines Plateau, wo auf ca. 5 Quadratmeter komplett harter Boden ist. Also ist auf jeden Fall einer der interessantesten Plätze hier. Ja. Okay. Der dann hier rausfischt, kann auf jeden Fall auch noch mit einer Rute hier links ans Ufer fischen. Da seht ihr den überhängenden Baum. Hinter dem Baum steht so ein kleiner Pfosten drin. Ja. Da fällt das Ufer relativ steil ab. Okay. An der unteren Kante, wo es abgefallen ist, kommt schlammiger Boden. Kann man aber problemlos drauf ablegen. Also es handelt sich nicht um Faulschlamm oder irgendwas. Die Fische ziehen da, fressen da definitiv trotzdem. Also aus Erfahrung. Ja. Der See wird nach hinten ein bisschen flacher. Also von denen 2,50 geht es rauf. An der Insel haben wir noch ca. 1,20 Meter ungefähr bis 1,50 Meter. Und im hinteren Bereich, wie ihr hier seht, da macht ja der See nochmal richtig auf, da geht ja nochmal richtig große Bucht hinter rein. Da ist dann die Durchschnittstiefe bei 1 Meter bis 1,20 Meter, teilweise sogar nur 80 cm. Ja. Ist aber nicht weiter schlimm, also die Fische ziehen da trotzdem definitiv und fressen da auch, aus Erfahrung. Ja. Okay. Was interessant ist, ist hier vielleicht noch der Durchbruch, wo man sieht, hier wird der See noch relativ eng. Ja. Weil das definitiv eine Zugrute ist, wenn die Fische vom Flache ins Tiefe schwimmen oder umgekehrt. Ja. Und die lassen sich hier relativ gut abfangen. Also im Prinzip ist jetzt nur noch eine Aufteilung, wer sitzt an welcher Stelle. Und dann müssen wir das einfach mal ausprobieren. Fahrt einfach mal raus mit dem Boot, nehmt einen Broadingstick mit. Es gibt Stellen, wo viel Schlamm hin, es gibt Stellen, wo wenig Schlamm hin. Da müsst ihr euch einfach ein bisschen durchsuchen. Hier links draußen kommt nochmal eine Kiesbank. Die kann man sich aber relativ gut einprägen. Ja, da steht am Ufer steht ein einzelner Baum. Okay. Und wenn du draußen bist mit dem Boot, direkt auf der Höhe von diesem Baum, so ca. 50 Meter in der Seerei, war das morgen, da kommt die Kiesbank. Die ist auch relativ groß, also die kann man eigentlich fast nicht verfehlen. Ja. Okay. Dahinter haben wir noch eine kleine Inselpartie drin. Ja, so auf ca. Dahinter sieht man es, wenn ihr da durchguckt, am Durchbruch, so auf 20 Meter Länge ungefähr. Und an der linken Spitze von den Inseln ist auch nochmal eine Kiesbank. Die ist nicht sonderlich tief, 80, 90 Zentimeter, aber definitiv ein Hotspot. Was ja vielleicht noch ein bisschen Gefahrenpotenzial hat, ist natürlich der Stock, wo da drin steht, dahinter. Ja. Okay. Aber es ist eigentlich auch kein Problem. Ich hatte das Problem auch schon mal. Dann gehst du ins Boot, fährst drum rum, kannst du holen. Das ist prima. Kein Problem. Ja. Also, von dem her dürfte eigentlich nichts schief gehen. Was auch interessant ist, immer wieder die Schilfzone drüber ist zwar relativ flach, ja, das ist Naturschutzgebiet, aber trotzdem relativ interessant. Also im Sommer beobachtet man da, wie die Karpfe da durchzieht. Also die strecken alle den Rücken raus oben und die ziehen da wirklich auf 40 cm da ziemlich am. Jetzt bedingt durch die Jahreszeit, sage ich mal, weil es jetzt schon ein bisschen kälter ist, sind vielleicht die ganz flachen Spots. Nehme die erste Wahl, ja, aber... Weißt du die Wassertemperatur? Ich habe noch nicht geschaut, aber ja, wir haben vorher schon mal philosophiert drüber. Wir denken so zwischen 16 und 17 Grad, 18 Grad, irgendwo da wird sie okay wahrscheinlich liegen. Ja, das ist okay noch. Also es müsste auf jeden Fall noch so sein, dass wir hoffentlich einen Fisch fangen. Ja. Okay. Ja, okay, wenn ihr dann sonst keine Fragen mehr habt, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal durch.